Ravioli, das siehst du doch. Ich will Würstchen. Aber Lale, Mann, du weißt doch, dass wir nur Ravioli haben. Dafür hast du ja die schöne Taucherbrille. Ich bin nicht dein Lale, Mann, und ich esse deine Ravioli auch nicht. Ich will Würstchen. Ach, Pieke. Ach, schau doch. Was kann ich dafür, wenn du nicht kochen kannst? Ich kann kochen. Gestern hast du gesagt, die Ravioli waren große Klasse. Gestern ist nicht heute. Wo gehst du hin? Ein Wal geht nicht, ein Wal schwimmt, Doofkopf. Oh nein! Hallo, Pepe. Hey, ich habe was zu dir gesagt. Ich kann nicht hören. Warum denn nicht? Weil ich Hunger habe. Hat Heide denn noch nicht gekocht? Die kann ja gar nicht kochen. Ravioli kann sie schon kochen. Ich bin kein Italiener, ich will Würstchen. Ich habe Hunger, Hunger. Ich will Würstchen, Würstchen. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Riecht ja toll hier. Soll ich raten, was es heute gibt? Darauf kommst du nie. Ich bin eben Pepe begegnet. Der hat von deinen Kochkünsten die Schnauze voll. Er streikt. Wenn er genug Hunger hat, wird er schon kommen. Hunger ist der beste Streikbrecher. Unterschätzt Pepe nicht. Hey, wir essen bald. Ha, doch nicht mit den Füßen. Außerdem kann ich bis dahin noch trainieren. Deck lieber den Tisch. Wozu? Gestern Ravioli, heute Ravioli. Da können wir doch das gleiche Geschirr nehmen. Na, mache ich nicht Fortschritte? Du Sieger! Jetzt muss ich mir noch mal den Kopf waschen. Na, Sporttaucher? Nee, ich bin hungrig. Hungrig? Ja, was hättest du denn gerne? Ich hätte gerne Würstchen. Würstchen? So eine? Ja? Und was hättest du gerne dazu? Mayonnaise und Pommes. Mayonnaise mit viel Pommes. So, wär so recht, junger Mann. Recht wär schon, aber ich hab doch kein Geld. Was? Du hast kein Geld? Na, hör mal, du kleiner Strolf. Warum bestellst du es denn dann? Ich habe nichts bestellt. Du hast gefragt, was ich gerne hätte, und ich hätte gerne eine Wurst. Und diese da wäre mir auch recht, aber ich hab sie nicht bestellt, weil ich doch kein Geld habe. Stimmt ja, was du sagst. Du bist ganz schön clever, was? Und was mache ich jetzt mit der Wurst? Verkaufen. Verkaufen? Nee, du, ich habe eine bessere Idee. Ich schenke sie dir. Danke. Hier. Aber nicht, dass du nochmal kommst und mich wieder reinlegst. Ne? Großes Ehrenwort. Danke, du bist große Klasse. Ravioli. Hast du mit mir gesprochen? Ist das ein Tag heute? Ach, würdest du deine Allerwertesten von meiner Hand runterwälzen? Das kann ich sie noch als Hackbraten verkaufen. Was macht das Mittagessen? Wenn die Ravioli noch nicht angebrannt sind, dann können wir sie essen. Wie siehst du denn aus? Hast du eine Schimmel im Regen? Das verdanke ich diesem Rollschuhgenie. Entschuldigung, habe ich eben wirklich nicht dran gedacht. Ah! Du kleines Ungeheuer! Hast du denn heute schon was gegessen? Uhu, ja! Was denn? Uhu,
wär's denn mit Stachelbeeren zum Nachtisch? Fabelhaft! Oh, bitteschön. Danke. Na, ist da was, Piepe? Was denn? Du stehst auf meiner Flosse. Entschuldige bitte. Macht nichts. Für ein Glas Kompott darfst du nächstes Mal auch auf meiner zweiten Flosse stehen. Also eins muss ich sagen. Gestern haben deine Ravioli besser geschmeckt. Dumme Gans. Gott sei Dank, Pepe. Woher hast du denn die Stachelbeeren? Hast du sie etwa geklaut? Ich klaue nicht. Sieht ganz nach Nettelbeck aus. Gibst du mir ein paar ab? Nee, du hast ja deine Ravioli. Weißt du, Pepe, Stachelbeeren sind ja gesund, wenn man nicht zu viele isst. Isst man aber mehr als ein halbes Glas, dann sind sie sehr giftig und man bekommt schreckliche Bauchschmerzen. Ist das wahr? Natürlich. Wir werfen sie weg. Dann kann keinem von uns etwas passieren. Oh, ich muss mich beeilen. Ich bin mit Max Leo verabredet. Und ich gehe trainieren. Ich muss arbeiten. Im Keller? Maul halten. Großes Ehrenwort. Tschüss. Immer müssen wir Kleinen alles machen. Hallo, Maestro. Ein hungernder Künstler grüßt seine vollgefressene Ehefrau. So ist es, du freches Stück. Schade, dass du heute hungern wolltest. Ich? Ich wollte? Du hast doch gesagt, ich soll hungern. Ich habe aber auch gesagt, du sollst nicht rauchen. Wie du mit meinem Geld umgehst? Weißt du, ich kann Zigaretten nicht mehr sehen. Daher verrauche ich sie. Das Essen war wirklich gut. War ein bisschen wenig, aber... Also ich möchte wissen, was ich esse. Das weiß man hier nie. Das ist alles so undefinierbar. Man glaubt, man isst ein Schnitzel und dann besteht es aus verknüpften Schuhsenkeln, gespaltenen Haarnadeln und verrötem Leib. Nee, hungrig. Unsere Kinder machen sich ja herrliche Nudeln. Irgendeiner Soße. Fragen wir sie doch mal. Dann sind im Norden an der Ostsee, weil mein Vater zu viel raucht und meine Mutti zu viel Speck hat. Oh, Mami. Nein, das sage ich nie wieder. Großes Ehrenwort. Ich bin ganz allein und mache die Arbeit. Jetzt gehe ich baden, damit die Flossen ins Wasser kommen. Oh, mein großer Lallemann. Sag mal, was ist denn das für ein Lärm bei euch? Hast du eine Straßenbahn in der Wohnung?
Nee, hier fährt keine Straßenbahn. Was für so kracht ist die doofe Spülmaschine? Ich geh mal nachschauen. Mann, nerven die Leute. Heute geht's wieder zu Ballon. Ja, doch. Hier fährt keine Straßenbahn. Was da so kracht, ist die Spülmaschine. Ach, ihr seid schon wieder. Ist die Geschirrspülmaschine kaputt? Nee, im Gegenteil. Ihr glaubt da gar nicht, was da alles reingeht. Ich muss jetzt baden. Lallemann, stell die Maschine ab und rief vor allen Dingen den Wasserhahn zu. Aufgelegt. Der muss ja baden. Hm. Ob Heide alles im Griff hat? Ich hab einen Wunsch. Ja? Du darfst aber nicht schlecht von mir denken. Bestimmt nicht. Ich möchte, dass du jetzt mit mir nach Hause kommst. Ich soll? Ruf deinen Chef an und sag ihm, dir ist schlecht geworden. Heide. Aber versprich mir, dass du nicht schlecht über mich denkst. Wenn ich dir jetzt sage, was ich zu Hause von dir will. Versprochen. Ich möchte, dass du mir beim Aufräumen hilfst. Wenn der Wasserschlauch abspringt, ist der Teufel los. Ich wollte den Anschluss noch reparieren lassen. Der Junge ist allein zu Hause. Ich rufe noch mal an. Meldet sich nicht. Er steigt doch wegen des Telefons nicht aus der Badewanne. Das zeigt, dass alles bestens ist. Bitte mach mal auf. Ja. Pflanzen Sie hier Zigaretten an? Nein, warum? Nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, dass einem ersten Preisträger ein Aschenbecher zusteht. Und nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, dass es sich hier um ein Nichtraucher-Apartment handelt. Frau Düvel, ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Sie zur Unterwassermassage müssen. Danke, Lurchen. Hier, Düvel, hier ist es nass und meine Eltern sind im Norden an der Ostsee. Ist alles in Ordnung? Hast du den Wasserhahn der Spülmaschine abgedreht? Nee, dann wäre das Geschirr nicht reingeworden. Darum kann sich Heide kümmern. Du, dreh jetzt den Wasserhahn ab, ja? Und stell die Maschine aus. Machst du das? Okay, Mami. Mach es gleich und sag mir, wenn du es gemacht hast. Ich warte hier am Telefon. Und leg nicht auf, Lallemann, hörst du? Klar höre ich dich. Nein, ich lege nicht auf. Oh, das kommt von der Hektik heute. Ich möchte mal wissen, warum die sich an der Ostsee um unser Geschirr kümmern. Gut, dass ich Flossen habe. Hallo, Pepe. Was gibt's Neues? Wasser! Wo kommt denn das her? Sicherlich aus der Wasserleitung. Das ist dieser blöde Schlauch. Ausgerechnet, wo Mutti nicht da ist. So eine Sauerei. Wieso ist doch bloß Wasser? Oh Gott! Toll! Lauf die Kornette weg, schnell! Sie soll den Hauptteil abdrehen! Los! Vereisen Sie!
Warum hat er bloß aufgelegt? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, er soll... Unsere Anruferei satt hatte. Ob ich nochmal anrufe? Nein, das tust du nicht. Glaube mir, zu Hause ist alles in bester Ordnung. Wie konnte das denn bloß passieren? Ich kann auch einen Wasserhahn abbrechen. Mir nicht. Ach, wenn ich bloß wüsste, wo der Haupthahn ist. Sicherlich der größte. Ja, ja, das kann schon sein, aber der bewegt sich nicht. Hallo, Poet. Wartest du auf mich? Scheint so. Seit wann bin ich denn ein Typ? Ich stehe in Deutsch auf 5 und brauche jemanden, der mir einen duften Aufsatz schreibt. Kau, Rock! Kau, Rock! Wie wär's mit dem Eis? Ich spendiere dir eins. Wenn es sein muss, auch 2. Jetzt! Jetzt ist er zu. Ist jetzt kein Wasser mehr? Kein Tropfen. Hast du gesagt, kein Tropfen? Wasserspieler da stoppen? Ja, dauert ein paar Minuten. Der Verteiler ist da vorne, aber ich muss von der anderen Seite kommen. Gut, dann machen Sie mal. Okay. Ich hatte ein weißes Kleid, frisch geraten nicht. Und einen weißen Hut. Jetzt ist alles rot. Sie müssen mir ein neues Kleid kaufen und einen neuen Hut. Ich? Na, ich kann doch nicht dafür. Mir doch nur, ich will wieder weiß werden. Das Wasser kam aus diesem Haus da. Ich hab damit nichts zu tun. Ja, das stimmt. Sie hat nur den Haupthahn abgedreht. Welchen Haupthahn denn? Ja, das ist der Hauptwasserhahn von unserem Haus. Der hat doch mit diesem Hydranten hier nichts zu tun. Herr Wachmeister, bitte sagen Sie dem Maler, dass er mir ein neues Kleid und einen neuen Hut kaufen muss. Warten Sie bitte. Was denn so? Soll ich warten? Ja, dann warten Sie eben nicht. Warum haben Sie denn den Haupthahn abgedreht? Weil bei uns Hochwasser ist. Hochwasser war. Es hat aufgehört. Aber bitte, Herr Wachtmeister, könnten Sie mich von dem Ding da befreien? Na, komm mal mit rein. Ich schaue mir erst mal Hochwasser an und dann nehme ich ein Protokoll auf. Ja, nehmen Sie ein Protokoll auf. Ja, und wer ersetzt mir mein Kleid und meinen neuen Hut? Und wer ersetzt mir meine Farben? Ich verlange Schadenersatz. Ich auch. Ich erstatte Anzeige. Jawohl. Ich auch. Oh mein Gott. Das ist ja ein ganzer Ozean. Also, wenn das zu mir runterkommt, gar nicht auszudenken. Also, wenn ich nur einen Tropfen Wasser bei mir sehe, dann lasse ich meine ganze Wohnung auf eure Kosten ausmalen. Das kommt davon, wenn man Kinder allein lässt. Unverantwortlich. Ich muss sofort mal nachsehen. Onkel Polizist, ist sie so nervös, weil du sie einsperrst? Das kann schon sein. Bitte sperr sie nicht ein. Sie hat doch das Wasser abgedreht und Stachelbeeren hat sie mir auch geschenkt. Na, dann werde ich mir das noch mal überlegen, was? Hier war der Wasserhahn. Und hier ist der Schlauch.
Dein Drehgriff ist auch abgebrochen. Zeig mal deinen Finger her. So. Danke. Das werde ich mir merken. Sieht ja schon ein bisschen schlimm aus hier. Hm? Ach, ich bringe mir schon wieder in Ordnung. Neuen Wasserhahn kann ich euch installieren. Na, die Küche, die legen wir eben alle zusammen wieder trocken. Und wie wollt ihr das euren Eltern beibringen? Wenn das alles wieder in Ordnung ist, dann ist das nicht so schlimm. Und das alles wegen diesem doofen Schauspieler. Also wenn Scherben nicht Glück bringen würden, da könnte man meinen, dass ihr einen verdammt schlechten Tag habt. Das kann man wohl sagen. Aber das hier hat doch eigentlich mit dem Vorfall auf der Straße gar nichts zu tun. Direkt nicht, aber indirekt vielleicht schon. Wenn ihr hier aber noch lange rumsteht und nichts tut, dann hat Frau Nettelbeck vielleicht doch noch was in ihrer Wohnung. Also los, holt ein paar Eimer und Wischtücher, das können auch Handtücher sein, und ein paar Pfannen zum Wasser schöpfen. Was? Tücher. Sie hat Eigenleben. Ja, mir scheint, sie hat alles ein Eigenleben. Ja, das ist ja wirklich wichtig. Aufsatz abarbeiten. Die Mädchen schöpfen in die Eimer und die Jungen tauchen die Tücher ein und winden über dem Abfluss aus. Und stampft nicht so herum, sonst versaut ihr noch mehr. Wieso ist denn die Wanne voller Wasser? Weil ich gebadet habe. Na, ihr seid ja eine feuchte Familie. Ist Frau Nettelbeck denn eine nette Nachbarin? Manchmal meckert sie etwas viel. Sie ist sehr nett, sie hat mir Stachelbeeren geschenkt. Onkel Polizist, du bist spitze. Darf ich auch was helfen? Ja, darfst du. Mach mal die Tür zu, es zieht. Mach ich.